Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Preußico und das, liebe Leute, ist unser neuer Busbahnhof. Und ich denke, wir sollten mal einen Augenblick hier abwarten und schauen, wie er funktioniert. Ob jetzt hier auch Busse kommen, ob Leute vor allem kommen, die mit den Bussen fahren wollen. Das ist ja das Entscheidende. Und wir sehen tatsächlich, die ersten Leute sammeln sich hier an den Stationen, oder? Ja, die ersten Busse kommen. Ah, schön auch, wie er so mitten auf der Straße wendet. Das gefällt mir gut. Fahren denn jetzt hier Leute mit? Passagiere steigen ein. Das ist hervorragend. Aber es kann auch eine alte Linie sein. Hier haben wir haben ja sehr, sehr viele Linien dabei. Hab ich was vergessen? Also ein wichtiger Indiz ist, wenn hier Leute anfangen, sich anzustellen an den Stationen. Dann hat es geklappt. Ich frage mich, warum manche dieser Leute Sie? Gehen und nicht irgendwo hinkommen. Warum sie den Moonwalk machen. Also noch ist hier nicht so viel Leben. Busse kommen, das funktioniert soweit. Aber Leute sind noch nicht da. Na gut, das behalten wir so mittelfristig im Auge. Das wird sich hoffentlich einspielen. Aber wisst ihr was, ich habe noch eine andere Sache mir überlegt. Diesen ganzen Bereich, den haben wir ja auch noch überhaupt nicht so richtig angeschlossen hier. Das heißt, im Kern müssen ja auch die Busfahrer zu den ganzen Busdepots kommen. Das heißt, die Busfahrer brauchen Busse, um zu den Busdepots zu kommen. Versteht ihr, was ich meine? Eigentlich bräuchten wir noch eine Linie. Für die Busdepot-Linie gewissermaßen. Die Frage ist, gibt es noch einen schnuckligen Ort, wo wir die platzieren können? Bestimmt gibt es den. Wir bauen noch eine Busgarage. Können wir die irgendwo noch reinklemmen? Na, hier hinten ist eigentlich unschön. Das finde ich nicht so gut. Hier konnten wir den Platz ja nicht besser nutzen. Wegen dieser Kreuzung dort. Hier würde es reinpassen, aber wir haben keinen... Ah, wisst ihr was? Das wäre natürlich besser gewesen, hätten wir das Bauding dort nebengebaut. Aber versetzen ist jetzt hier nicht... Ach nee, das hat auch einen Seitenausgang. Das wäre auch nicht besser gewesen. Nö, dann machen wir das so. Dann werden wir eine zweite Straße bauen. Und eine zweite Busgaragenallee hier möglicherweise zulassen. Machen wir das so. Dann könnten wir hier später noch einen... Na, ich weiß nicht. Ich mach's erstmal so. Und dann bauen wir eine Straße. Ja, die Straße wäre besser hier durchgezogen. Dann ist es doch noch besser, wenn wir es anders machen. Dann brechen wir den Bau nochmal ab und platzieren das anders, nämlich so zur Straße hin. Gut. Na? Sabotage ist abgeschlossen. Sehr schön, damit haben wir die Forderung erstmal erfüllt. Verschlüsseln Sie sofort diesen Kanal. Das Codewort ist Borscht. Wir haben 20 Sekunden ab jetzt. Okay. Ja, was nehmen wir bei ihr? Ich nehme die Überfallpunkte. Schwarze Kasse wollen wir nicht haben. Okay, gut. Das haben wir gebaut. Dann warten wir mal ab. Und dann müssen wir natürlich die Station noch bauen. Aber, liebe Leute, das ist ja schon alles sehr schön, was wir gemacht haben mit dem Busbahnhof. Aber das ist natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt ja noch mehr, was hier zu tun ist, um hier einen vernünftigen Nahverkehr hinzukriegen. So, das wird jetzt erstmal gebaut. Das will ich noch machen, bevor ich hier den nächsten Schritt gehe. Gut, da haben wir es. Sehr gut. Also, die Startbushaltestelle kommt dann hier an die Stirnseite. Und... Die Endbushaltestelle kommt irgendwie allgemein in diesen Bereich, wo ja sehr, sehr viele Leute auch arbeiten. Ne? Ich denke, hier ist ein ganz guter Ort. Okay, wir machen natürlich hier wieder freie Fahrt, wie an allen anderen Bushaltestellen auch. So, wir haben aber immer noch hübsch Platz. Das passt schon. Oh, schaut mal, hier wollen aber viele Leute einsteigen. Und da steigen viele Leute aus. Ich habe das Gefühl, das funktioniert. Das bestärkt mich darin, dass wir... jetzt gleich weitermachen und zwar mit der nächsten Verkehrsmöglichkeit, nämlich mit U-Bahn-Stationen, die allerdings Strom brauchen, was für uns kein Problem ist. Passagiere können zwischen beliebigen U-Bahn-Stationen auf derselben Insel reisen. Verbessert die Wohnqualität von Wohngebäuden und Touristenunterkünften in der Nähe. Die Passagiere müssen zumindest arm sein. Je mehr Stationen verbunden sind, desto länger sind die Pendelzeiten, senkt die Sicherheit in der Umgebung. Das heißt, wir können die nicht auf einer anderen Insel legen. Okay, das ist ein Nachteil, aber egal. Oh, das ist ja eine ganz kleine Station. Das gucken wir uns mal genauer an, wie das aussieht.
Gut, dann wäre es ja doch cooler, wenn wir die hier in dem Bereich mit reinlegen, dass die quasi direkt hier aussteigen können. Das heißt, wir müssten einen Park mal wieder wegnehmen. Haben wir auch einen Einser-Park? Ja, hier nehmen wir so einen Einser-Park weg. Abreißen. Dann packen wir die direkt hier rein. Wenn das denn geht, drehen wir sie nochmal. Das wäre sehr schön, wenn das gehen würde. Eine Handelsroute oder mehrere sind abgeschlossen worden. Zigarren und Öl. Also, ne, wir haben eine noch offen. Öl will ich eigentlich gar nicht mehr raushandeln. Gummikonserven könnten wir machen, das ist gut. Konserven können wir durchaus noch ein bisschen mehr machen. 12.600, das wird eine längere Zeit dauern. So, jetzt aber, komm. Geht das bitte? Ja, es geht, Leute, es geht großartig. Sehr schön, da nutzen wir ja diesen Busbahnhof noch doppelt. Jetzt ist aber die Frage, wie jetzt mehrere Stationen miteinander verbunden werden. Also wir brauchen auf jeden Fall, denke ich, eine Verbindung. Einmal hier in diesem Bereich. Das scheint mir wichtig zu sein. Und hier haben wir auch Platz. Schaut mal, hier können wir direkt noch eine U-Bahn-Station hinbauen. Ach so, hier war das mit Umkreis funktionierte das. Aha. Das heißt, man sollte die Umkreiswirkung irgendwie mit beachten. Das müssen wir uns dann hier nochmal genauer angucken. Also das ist die Metro. Wir können hier nichts einstellen. Mehr Licht können wir später noch einstellen. Und Strom sollte ausreichend vorhanden sein. Okay, dann würde ich sagen, ist der Standort schon ganz gut gewählt. Das deckt sich eigentlich ganz gut. Aber je mehr Stationen es gibt, umso länger dauert das. Und ineffizienter ist das, haben wir jetzt gelernt. Ich warte mal ab, bis das hier unten gebaut ist. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir noch eine dritte Station in diesem Bereich hier, wo sehr, sehr viele Leute arbeiten. Und auch hier haben wir sicher noch ein Plätzchen frei. Das Außenministerium steht leer, da müssen wir uns drum kümmern. Das ist unschön. Da. Okay, wen hatten wir da immer? Militaristen. Grundexportpreise, das ist super gut. Den nehmen wir. Okay, jetzt nochmal den Ort suchen für die dritte Station hier. Ach, schaut mal, hier ist doch auch ein schöner Platz. Hier an die Ecke kann das noch ran. Weil hier sind nicht so viele Arbeitsstätten. Man könnte es auch hier noch mit verbinden. Vielleicht noch ein bisschen besser. Oder hier noch reinsetzen. Auch jetzt gehen wir nochmal dichter ran, damit wir das vernünftig platzieren. Ich glaube, ich setze es hier hin. Das gefällt mir am besten. Okay, da haben wir jetzt drei Metrostationen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht alles abgedeckt, aber ich denke, so die wichtigsten Bereiche sind damit ganz gut abgedeckt, würde ich sagen. Sie sind das Gesetz, Präsidente. Daran würde nie jemand zweifeln. So, der Broker interessiert uns nicht weiter. Ja, immer mal ein kleiner Blick hier zu unseren Bussen. Es sieht erstmal irgendwie nach Leben aus, ne? Als ob hier ein bisschen was passiert. Auf der Seite allerdings passiert kaum was. Naja, so. Zwei Routen haben wir jetzt verfügbar. Zigarrenkonserven und Rum sind dabei. Gut, was hauen wir denn jetzt noch raus? Schmuck, oh, hervorragend. Schmuck 3600. Und vielleicht müssen wir auch mal was importieren. Das muss ich mir mal angucken. Wir lassen mal eine offen, denn, liebe Leute, das ist jetzt tatsächlich. Was klicke ich hier immer drauf? Grüße, Präsident und alle mithörenden Spione. Ich versichere Ihnen, dass im Laufe dieses Gesprächs keine sensiblen Informationen preisgegeben werden. Ja, Nadja, alles klar, wir machen das. Wenn du es sagst, machen wir das. Erstmal brauchen wir noch weitere Arbeitskräfte. 21, na los, komm. Einmal machen wir noch einen Rettenauftrag. Hier machen wir Sabotieren Westmächte. Und hier, wir könnten eigentlich mal über das nächste Diebstahlprojekt nachdenken. Freiheitsstatue. Große Sphinx, Kolosseum von Rom oder Basilius-Kathedrale.
Ich finde nichts, also keins von den beiden ist jetzt so super irgendwie, hat eine Verbindung zu Preußen. Die Freiheitsstatue finde ich eigentlich ganz gut. Die Migranten, die auf Tropico ankommen, sind 100% zufrieden und akzeptieren El Presidente. Das finde ich jetzt inhaltlich eigentlich ganz gut. Und warum eigentlich nicht? Zu einer gewissen Phase in der preußischen Geschichte passt das eigentlich ganz gut. Ich denke, wir werden das mal hier reinnehmen. So, das ist erst Zukunftsmusik. Okay, gut. Troppo wird angegriffen. Ach, schon wieder Rebellen. Gut, wir müssen direkt mal wieder einen Hubschrauber senden. Genau. Können wir das irgendwie besser verhindern? Ich meinte, wir könnten an dieser Stelle... Wäre eine Möglichkeit. Wir können die Bürde des Reichtums einfach nicht nachvollziehen, sagte ein Sprecher. Wir könnten an dieser Stelle vielleicht eine... Also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob diese Militärbasen und Kasernen überhaupt irgendwas bringen. Das heißt nur, stellt einen Infanterietrupp zur Verfügung, der in militärischen Konflikten kämpft. Die Schutztürme, die decken nur Rollen auf, aber die verhindern nicht diese Angriffe. Ja, ich würde mal sagen, wir machen das aber so trotzdem. Wir werden einfach eine spezielle Sicherheitstruppe hier gegenüber des Atomkraftwerks installieren. Und, weil ich das irgendwie eine gute Idee finde, wir werden eine... auch noch eine Werksfeuerwehr hier positionieren, die sich dann speziell um diese Brände direkt immer gleich kümmern kann. Ist doch schon essentiell für uns, dass das irgendwie läuft. Okay. Gut, haben wir das erstmal in Auftrag gegeben. So, da kommt der Hubschrauber mal wieder an für seinen Noteinsatz. Aber wenn die Feuerwehr dann da ist, dann gebaut ist, na, ist gelöscht. Das geht schon ganz gut. Ja. Und es kommt tatsächlich immer noch wieder Truppen hin. Auch wenn die Sache schon lange gegessen ist. Insofern vielleicht doch ein ganz guter Punkt, dass wir jetzt hier noch ein Lager etablieren. So, wir haben Forschung abgeschlossen. Und wir haben noch ein paar andere Optionen, die wir nutzen können. Zum Beispiel beim Atomkraftwerk gibt es was Wichtiges für unser Atomprojekt zu erforschen. Okay. Was ich jetzt gerne mal machen möchte, ich drücke immer auf 1, weil ich denke, das reduziert die Geschwindigkeit. Deswegen kommt dann immer die erste Quest, das muss euch nicht verwirren. Was ich jetzt mal machen möchte, bevor wir an den weiteren Ausbau gehen, ich möchte mich mal wieder ein bisschen mit unserer Ökonomie beschäftigen. Und zwar auf folgende Art und Weise, indem ich mir mal die meisten Produktionszweige und Routen und sowas alles angucke. Und schaue, ob man da was optimieren kann, ob die Zulieferung funktioniert und so weiter und so fort. Ich fange mal irgendwie ganz beliebig an hier bei der Nahrungsmittelindustrie. Beziehungsweise, nee, stopp mal, wir müssen noch was anderes vorziehen. Nämlich, ich will mal gucken, wie sieht es eigentlich aus? Ah, Zigarren abgeschlossen, Schmuckkonserven nur noch am Start. Wir müssen größere Verträge machen, das geht hier zu schnell, sehe ich gerade. Aber im Moment ist nur Konserven möglich. Wir machen noch ein Konserven. Obwohl, das ist Quatsch. Zwei Konserven. Ist doof. Rum können wir einen größeren Vertrag machen. Machen wir jetzt mal richtig. 22.000. Okay, Schmuck, Rum, Konserven. Zigarren. Machen wir 17.000. Dann geht das alles ein bisschen länger. Gut, das sind auch wichtige Hauptprodukte. Was ich jetzt vorziehen wollte, ist, dass wir mal schauen, hier bei den Ressourcen, wie viel Bestand wir eigentlich noch haben. Sind hier eigentlich neue dazugekommen? Was ist das denn hier? Aluminium. Oh, das ist gut zu wissen. Oh, das ist sogar ein Standort, den wir relativ simpel ausschöpfen können. Also, aber von denen, die wir nutzen, was haben wir denn hier? Also, Gold ist nicht mehr viel da, aber da haben wir Ersatz. Hier, das haben wir noch gar nicht angenutzt. Oh, Kohle ist noch ausreichend, kein Problem. Nickel ist auch noch ausreichend. Hier Nickel haben wir nicht genutzt. Eisen ist auch noch gut dabei. Keine Krisensituation. Uran
haben wir gerade angefangen und hier ist Nickel auch kein Problem. Nee, alles klar. Also ressourcenmäßig würde ich mal sagen, sieht's ganz gut aus. Wie sieht es aus mit Fischen? Wo haben wir die? Die müssten wir auch nochmal prüfen. 24.000, das ist auch noch mehr als ausreichend vorhanden. Hervorragend. Also die Basis ist erstmal da für die Ökonomie. Dann gucken wir mal, wie jetzt hier die ganzen Betriebe laufen. Also fangen wir an mit der Textilfabrik. Da haben wir... Oh, schaut mal. Hier können wir die Leute auf jeden Fall beschäftigen. Ich hätte nicht erwartet, aber hier ist ja verdammt viel da. Das heißt, wir können hier auch unsere Produktion deutlich steigern, würde ich mal sagen. Werden wir auf Verarbeitung edler Stoffe gehen? Aber 50 MW für 10%, das finde ich so fett. Hm. Machen wir trotzdem. Nächster Punkt. Molkerei. 726 Milch finde ich auch anständig. Insofern werden wir jetzt hier Reifekühlschränke einführen. Scheint zu funktionieren, würde ich mal sagen. Gut, was haben wir hier? Hier ist immer Eisen im Überfluss vorhanden. Eigentlich zu viel, aber das ist egal. Das ist ja zu viel oder zu wenig. Konserven. Wow, hier ist ja wahnsinnig viel da. Also auch hier können wir mehr machen, aber hier geht gar nicht mehr. Wir könnten theoretisch eine zweite Konservenfabrik, aber ich denke, wir lassen das mal. So, Gerberei. Gerberei. Ah, die Guerilla ist gerade wieder an. Ich will mal gucken, wo. Hier hinten. Na gut, Gerberei. Gut bemessen, umso mehr, umso besser. Hier haben wir schon alles gemacht, aber wir können die Effizienz noch erhöhen. Fälle sind im Moment auch ausreichend da. Okay, das haben wir auch optimiert. El Presidente hat das neue Programm Petzen für Pippen angekündigt. Meldet noch heute etwas Verdächtiges und ihr gewinnt vielleicht einen tollen Geldpreis. Petzen für Pippen finde ich wirklich gut. Gut. Rumdestille. Wir haben 1300, das heißt, der kann auch wieder eingestellt werden. Und hier sind wir schon gut dabei. Das heißt, eigentlich mit den Plantagen läuft das, wie ich finde, ganz gut. Bin zufrieden. Okay, Kohle. Haben wir hier Leute tatsächlich... Wir könnten mehr produzieren, sehe ich hier gerade. Ist aber möglicherweise nicht nötig. Das werden wir bei bestimmten Betrieben erstmal sehen. Sonst hätten wir hier noch das Potenzial dazu. So, hier in der Gegend gibt es, glaube ich, keine Betriebe mehr, außer hier. Was noch wichtig ist, die Zigarrenfabrik. Boah, Leute, was ist denn hier los? 7300, wir können viel mehr machen. Okay, das heißt, wir können auf jeden Fall den automatischen Zerhacker machen und die Klimaregelung auch. Also hier können wir nochmal deutlich effizienter werden, hervorragend. Gut, dann schauen wir weiter auf die nächsten Betriebe. Wo sind sie? Hier sind, glaube ich, die nächsten größeren Betriebe. Gar nicht so einfach, das jetzt alles immer wieder zu finden. Ja, wie sieht es aus mit dem Sägewerk inzwischen? Baumstämme sind auch en masse da. Das finde ich toll. Aber hier können wir auch eh nichts mehr optimieren. Außer möglicherweise noch eine andere Industrie dazu bauen. Aber das wird sich zeigen. Stahlwerk. Stahlwerk, Kohle und Eisen gleichermaßen vorhanden. Da braucht es nichts. Da gibt es nichts zu verbessern. Soweit so gut. So, Gold läuft. Wie sieht es aus mit der Schmuckfabrik? Hier gibt es einen kleinen Mangel. Gold könnten wir ein bisschen mehr produzieren. Wir könnten dementsprechend hier... Aber wir haben gesagt, das lohnt sich hier nicht mehr, ne? Ach egal, wir hauen die elektrischen Bohrer raus. Ich glaube, das ist hier besser für die Effizienz. Hier wird dann die nächste Goldmine entstehen. Das ist sogar relativ nah bei. Das passt schon. Gut, dann jetzt spannend... Genau, hier haben wir, glaube ich, immer ein bisschen Mangel. Was? Hier haben wir Stahlmangel? Gummi ist ausreichend da. Stahl ist hier zu wenig. Oha, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dann sieht es so aus, als ob wir tatsächlich ein zweites Stahlwerk brauchen, liebe Leute. Das ist die Erkenntnis, denn vermutlich werden diese Schiffswerften hier ordentlich Stahl fressen. Die verbrauchen nämlich auch Stahl für ihre Bootsproduktion. Gut, okay. Erste Sache gefunden. Dann werden wir das Stahlwerk installieren. Wäre natürlich schön, wenn wir das nicht so weit abmachen müssten. Ja, aber das ist hier schwierig.
schwierig. Ja, hinter der ist auch irgendwie doof zu machen. Dann müssen wir es vermutlich hier positionieren. Hier passt es gerade nicht. Vors Gefängnis würde es passen, hätten wir das anders gebaut. Ja. Ja, dann ist das hier der Ort der Wahl. Oder wir könnten. Ah, das ist natürlich sehr nah an den Wohnungen ran. Das muss vielleicht auch nicht sein, dann bauen wir es hier hin. Ja. Das ist, glaube ich, ganz okay. Gut, also Stahl wird mehr gebaut. Das ist dann schöner, wird auch mehr von dem Eisen hier abtransportiert und Kohle. Kohle können wir dann eigentlich auch schon mal weiter maximieren. Weil da gibt es dann den Bedarf. Ja? Man sieht hier, fehlt es an Stahl. Aber Aluminium ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, um Boote herzustellen. Verschlüsseln Sie sofort diesen Kanal. Das Codewort ist Borscht. Okay, das bringt mich zu dem nächsten Punkt, nämlich diese Idee, dass wir eine Aluminiummine haben. Ein Bergwerk. Und wir sehen, wo Aluminium abzubauen ist. Ja, das ist vor allem hier. Okay, und ich denke, das können wir ohne super große Einbußen bei der Holzproduktion hier sogar hinbauen. Klar, es wird Einbußen haben. Aber ich denke, es ist zu verantworten. Wir brauchen noch nicht mal die Straßen zu verlegen. Setzen wir es dorthin. Okay. Ich finde übrigens, wartet mal, wir könnten noch schöne Orte für Kontroll. Wir können noch hier zwei Kontrollpunkte sehr gut platzieren. Ach, da haben wir schon. Haben wir da schon einen? Ne, da haben wir keinen. Wollen wir den hier hinsetzen? Da passt es nicht, aber hier müsste es passen. Ja, das ist ein perfekter Ort für einen Kontrollpunkt. Und das gleiche machen wir noch auf der anderen Seite. Das gefällt mir. So. Gut. Wie ist allgemein die Situation? Ob, oh, schaut mal. Das hat sich aber sehr, sehr, sehr gut entwickelt. 20 obdachlose Familien und 33 leerstehende Wohnungen. Das ist okay. Und tatsächlich brauchen wir für arme Leute noch mehr Wohnraum. Aber da wissen wir, was wir da zu tun haben. Wir müssen einfach nur zwei Baracken entfernen. Am besten drei, sonst passt das mit dem Platz irgendwie noch besser hin. Oder wir gewinnen halt Platz. Hier weiß ich gar nicht, ob ich die da wirklich noch haben will. Das ist alles so dreckig hier. Haben wir denn überhaupt noch zwei Baracken? Na los, dann nehmen wir die hier und hauen die weg. So, bitte verschwindet. Ja, und wir haben da ein bisschen mehr Platz. Bei der nächsten Wahl sollte ich vielleicht mal wieder eine Rede halten, denn die Zustimmung sinkt etwas. Wenn wir jetzt hier das Wirtschaftsthema durch sind, dann müssen wir auf jeden Fall. Oh, ich sehe gerade, die haben richtig einen Zugang. Könnte das sein, dass Design des Hyper-U-Boots ist perfekt, Präsidente. Nur wurde es leider im Maßstab 1 zu 80 gebaut. Es passt höchstens ein Kubquad rein. Na, okay. Es geht um ein U-Boot, mit dem das gestohlen werden soll, die Freiheitsstatue. Ein echtes Hyper-U-Boot benötigt eine ziemlich große Menge Stahl, Präsidente. Noch dazu wird die vorgeschlagene Doppelkartoffelbrennstoffzelle nicht genug Leistung bringen, also empfehlen die Technik-Nerds auch einen Atomreaktor. Es gibt einige Sorgen, dass die Kumquat verstrahlt werden wird, aber dieses Risiko müssen wir wohl eingehen. Ich wir geben berichte, einfach Geld aus. Die Verstopfung ist gelöst, komplett gespült und gewischt. Sehr schön. Der Schuster ist nicht kompromittiert. Kryptologie soll den Ziffernausschnitt abbrechen und sagt meinem Kontrolleur, dass ich Kresse auf meinem Croissant möchte. Das sind vermutlich seine Codewörter, die er sich ausgedacht hat. So, wir waren immer noch bei der Industrie, ne? Aluminium haben wir begonnen. Waffenfabrik, genau. Das ist nochmal interessant. Was fehlt hier? Auch Stahl. Oh, tatsächlich ist Stahl echt jetzt hier ein Mangelthema. Hätte ich gar nicht erwartet, aber gut, dass wir das identifiziert haben.
Öl läuft hier so durch. Präsidente, Gangster in New York scheinen unseren Plan, eine bestimmte Dame der Freiheit zu stehlen, durchkreuzt zu haben. Wir können sie bestechen, aber sie bestehen auf einer überaus eigenartigen Bezahlung, eine Wagenladung von lebendigen Hummern. Hat irgendwas mit dem Restaurantgeschäft in Manhattan zu tun. Wir können sie in Maine einkaufen oder aus Tropico einschiffen lassen. Was ist euer Befehl? Ja, gebt bitte das Geld aus. Ich berichte. Die Verstopfung ist gelöst. Gut, sehr schön. So, hier fehlt natürlich jetzt noch Kohle und Eisen, aber das wird sicher demnächst geliefert. Und weil wir jetzt... wir machen das erstmal zu Ende. Ich komme schon wieder von einem ins nächste. Ach, verdammt. Feuer wütet schon wieder am Kraftwerk. Aber diesmal haben wir ja wirklich die Feuerwehr in der Nähe, ne? Heute einen spontanen Vandalismuswettbewerb für sich entscheiden. Wenn sie denn da wäre. Hiesige Staatsgewalt mit Warte mal, sitzen hier Leute drin? Nein, schlecht. Die Feuerwehr rückt trotzdem aus der Stadt an, obwohl die Betriebsfeuerwehr direkt daneben ist. Ein Trauerspiel. Der nächste Bus, da fährt immerhin ein Passagier mit. Gut. So. Wir sind noch bei den Betrieben, aber ich glaube, wir haben fast alle durch. Hier hinten, das sind ja nur Vorproduktionen. Aluminium müssen wir hier ein bisschen stärken. Kanarienvogel auf jeden Fall mit rein und den elektrischen Bohrer auch. Da werden hier schon Leute hinkommen. Präsidente. Die Staatsfeinde sind überall. Selbst ich könnte einer sein. So, hier soll es... Ja, ein Bündnis geben, aber ich denke, wir wollen bündnisfrei bleiben. Insofern verwerfe ich das. Der Ruf ist mir jetzt egal. Aber wir können sicher trotzdem was... Oh, schaut mal, was für eine Beziehung wir haben. Wir nutzen das trotzdem, um finanzielle Unterstützung zu bitten. Und sie lieben uns dennoch großartig. Gut, wir sind damit durch. Das Letzte, was ich im Zusammenhang noch machen will, damit es jetzt richtig optimal ist... Ich werde noch ein Transportbüro bauen für die gestiegene Produktivität, dass das auch hübsch abgeholt werden kann. Haben wir hier, passt das hier rein? Ja, das ist doch super. Ich denke, das gefällt mir. Das kann da gebaut werden. Gut. Dann werfe ich schon mal, während das gebaut wird, einen Blick in die Zukunft. Also, wir haben mehrere große Themen. Natürlich jetzt noch. Wir werden vielleicht noch das nächste Mal einen weiteren Produktionssektor uns ganz neu etablieren, vielleicht auch zwei. Es gibt ja hier noch was, um das Thema Industrie jetzt nochmal komplett abzuschließen. Zweite Schicht werden wir ja auch noch öffnen. Und ja, das Budget muss, glaube ich, nicht hochgehoben werden. Das passt schon so. Ja, also wir müssen machen noch ein bisschen was im Bereich Wirtschaft. Wir gucken mal hier rein beim Bau, ne? Also planungsmäßig. Dann denke ich, muss noch was im Bereich Regierungsviertel passieren. Gerichtsgebäude, Informationsministerium. Das sind noch schöne Sachen. Dann brauchen wir natürlich noch mal... Oh, wir können sozusagen im Bereich Militär noch eine wichtige Sache machen. Flugzeugträger. Das passt ja wunderbar. Hier Krankenhaus, Irrenanstalt ist noch zu leisten. Wir werden natürlich wieder alles machen. Und dann natürlich der riesige Bereich Tourismus. Ihr seht aber auch, boah, hier ist ja noch wahnsinnig viel zu machen im Bereich Medien und Bildung. Das wird nochmal ein ganz neuer Komplex. Luxusunterhaltung, würde ich sagen, gehört auch in den Bereich Tourismus mit rein. Ebenso wie Unterhaltung, wobei das auch allgemein ist. Um Wohnung haben wir es gekündigt. Industrie machen wir beim nächsten Mal noch ein bisschen. Wir können sogar... Oh, haben wir eigentlich Öl auf hoher See und Fischfarm? Das wäre auch noch eine Möglichkeit, hier nochmal besser zu werden. Ja, schauen wir uns das kurz mal an. Öl? Tatsächlich, wir haben auch Öl hier. Das ist ein bisschen unschön, weil ich eigentlich an dieser Küste wollte ich gerne... da wollte ich gerne hier die Touristen... also das Touristengebiet machen. Hier so, komplett. In diesem Bereich. Bis hier runter so. Und dann passt eine Ölplattform nicht ganz dazu. Vielleicht machen wir die... Hier habe ich das nochmal irgendwo gesehen. Vielleicht machen wir die hier unten. Ist ein bisschen weit raus, aber ich denke, das geht noch so. Gut, liebe Leute. Hier brennt schon wieder was, aber das kriegt die Feuerwehr mit Sicherheit gelöscht. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut. Euer Steinwallen.